Richard an. Der Herbst, wie er schöner nicht sein kann. Oder auch anders, der Herbst, der lieber ein Frühling oder ein Sommer sein sollte. Mit mir dabei ist übrigens mein Sohnemann, der Erik. Den kennt ihr vielleicht schon in unserer Tour auf dem Urtalradweg. Die Mehrgeneration Genussradl-Radtour im Sommer. Kunst am Holteier Hafen. Aber wir halten jetzt erstmal ein bisschen Einkehr und fahren zu Friedensabend. Ja, Freunde, also ich bin ja wirklich kein sehr religiöser oder streng gläubiger Mensch, aber ich glaube, es kann einfach nicht schaden, wenn man einfach mal ein bisschen innehält und ja, ein Momentchen mal die Gedanken versucht abzuschalten. Ne? Glauben kann man ja auf vielerlei Art und Weise. Ob man die jetzt in der Natur sucht oder im Glauben, in der Kirche, wie auch immer. Aber irgendwie muss man versuchen, ein Stück weit bei sich selbst zu bleiben. Ja, in diesem Sinne fahren wir gleich auch wieder weiter.
könnt ihr ja mich, da könnt ihr mich mitkriegen. Hätte ich Bock drauf. Mal schauen, das nächste Jahr. Rechts das Haus Horst mit dem Ruhrkämpfer-Ehrenmal. Hatte ich mal von berichtet, müsst ihr mal reinschauen. Im Podblog auf www.podeinander.de. Herbstwetter.